Ja, herzlich willkommen im ZEBRA, Zentrum für berufliches Reha-Assessment. Wir führen hier Arbeitserprobungen und Eignungsabklärungen durch. Und halt junge Menschen kommen zu uns und wollen sich orientieren im Beruf und wollen überhaupt wissen, was kann ich noch schaffen. Viele haben schon andere Sachen probiert und es ist ihnen nicht gelungen aufgrund der Erkrankung oder aufgrund von anderen persönlichen Lebensumständen. Für mich ist es immer auch wichtig in der Zeit, wir müssen uns Angenehmes und Unangenehmes sagen können. Und ich sage den Schülern immer am ersten Tag, ich hoffe, dass ich immer die richtigen Worte finde, dass sie es auch gut annehmen und verstehen können, dass wir das nächste Ziel hier gut miteinander besprechen können. Ja, was ist mir besonders wichtig? Auf der einen Seite natürlich, dass wir pünktlich anfangen. Wir haben natürlich eine Arbeitszeit von 6.45 Uhr geht es hier schon los. Ja, damit die Arbeit gut organisiert werden kann, damit die Termine, die im Rahmen dieser Arbeitserprobung anfallen, dass die alle gut absolviert werden können. 4 Wochen ist keine lange Zeit. Also diese pünktlich miteinander und auch, dass sich ein Vertrauen aufbaut, das ist natürlich auch wichtig, auch wenn es nur so eine kurze Zeit ist. Ja, ich bin sehr zufrieden mit dem ÖBW und mit meiner Ausbilderin. Allgemein neue Lebenserfahrungen sammeln, das ist eigentlich immer gut und kann ich jedem immer nur empfehlen. Habe ich mich so ein bisschen hier an den Ort schon gewöhnt und fand die Zeit halt auch sehr schön. Auch die Leute, die ich kennengelernt hatte, und Freundschaften, die ich geschlossen habe. Und ich komme vielleicht wieder. Dann hatte ich für eine Weile hier in Potsdam studiert. Und ich dachte mir, ich würde gerne in Potsdam bleiben. Und deswegen bin ich jetzt hier in der BBW und nicht irgendwo in der Plauner Gegend. Ich habe erst Mediengestaltung mir angeschaut. Dann war ich ein Stück lang in der Küche. Und jetzt bin ich hier in der Verwaltung. Ich würde sagen, am besten gefallen hat mir die Küche, einfach weil ich sehr gern koche und weil es auch sehr spannend war, neue Sachen zu lernen. Wenn es halt mal eine langweiligere Aufgabe war, dann habe ich einfach Musik gehört und dann war sie doch nicht so langweilig. Ja, ich würde gerne wieder hierher kommen, weil ich hänge jetzt doch schon ein bisschen sehr an Potsdam.